Ich lese ein Kameradenbuch. Und zwar das Kameradenbuch Canon EOS 700D, Ihre Kamera im Praxiseinsatz. Das ist das Buch hier. Bitte sehr. Das ist die zugehörige Kamera mit einem normalen Standardobjektiv mit einem relativ weiten Zoombereich 18 bis 135 mm. Ich habe hier noch einen Weitwinkel-Zoom 10 bis 18 mm. Ich bin mit beiden Objektiven sehr zufrieden. Das hier finde ich noch bemerkenswerter als das hier. Aber das Weitwinkel-Zoom-Objektiv. Vor allem, wenn man sich den Preis anguckt. Es ist Vollplastikobjektiv. Die Linsen sind wahrscheinlich aus Acrylglas, deshalb ist es relativ leicht. Die Abbildungsleistung ist mehr als in Ordnung. Es hat einen relativ hohen Weitwinkelbereich. Auch korrigiert auf Kleinbild 14 mm. Kommt auch so ungefähr hin. Es ist ein Bildstabilisator dabei. Und zu dem Preis gab es das früher davor nicht. Fand ich ziemlich gut das Objektiv. Oder finde ich ziemlich gut ob, das Objektiv, wollte ich deshalb haben. So. Objektivtauschen habe ich beim letzten Mal vorgemacht. Ich bin bei 1.3 startklar für die ersten Aufnahmen. Schritt für Schritt Vorbereitung für den ersten Einsatz. 1 Objektivschutz entfernt habe ich vorgelesen. 2 Objektiv aufsetzen habe ich auch vorgelesen. Autofokus und Bildstabilisator aktivieren. 3. Mit dem Autofokus und dem Bildstabilisator stehen in der Regel 2 Schalter am Objektiv zur Verfügung. Das sind auch die beiden hier. AF, AMF, MF kann man hier oben scharf stellen und dann Stabilizer On-Off kann man hier benutzen. Zu Anfang sollten Sie den Autofokus-Schalter auf AF stellen, damit die Kamera automatisch scharf stellt. MF steht für den manuellen Fokus und in dieser Stellung müssen Sie die Schärfe selbst über den Schärfering des Objektivs einstellen. Dies ist in einigen Situationen sinnvoll, doch meistens liefert der Autofokus gute Ergebnisse. Auch den Bildstabilisator, sofern Ihr Objektiv über einen solchen verfügt, sollten Sie bei Aufnahmen ohne Stativ auf On stellen. So wird leichtes Verwackeln während der Aufnahme automatisch korrigiert. So, der funktioniert auch bei beiden Objektiven. Der Bildstabilisator, da bin ich auch mit zufrieden. Vier, Speicherkarte einsetzen. Sie können zwar ohne Speicherkarte fotografieren, doch speichert die Kamera die Aufnahmen nur für einen kurzen Moment. Öffnen Sie daher die auf der rechten Seite befindliche Abdeckung, indem Sie sie in Richtung Kamerarückseite schieben. Klappen Sie den Deckel auf und schieben Sie die Speicherkarte in das dafür vorgesehene Fach. Der auf der Karte befindliche Pfeil muss in Richtung des Kamerainneren weisen, die Beschriftung zu Ihnen. Sie werden beim Einschieben durch die Feder im Inneren einen gewissen Widerstand spüren. Nachdem die Speicherkarte eingerastet ist, schließen Sie den Deckel und schieben Sie ihn nach vorn, bis auch er sicher einrastet. So kann ich mal eben vormachen. Also, Kameradeckel nach hinten zum Aufmachen. Ich mache es vor. So, der ist zu. Ziehe ich den nach hinten zum Aufmachen, aufklappen. Dann habe ich hier die Speicherkarte. Das ist eine etwas größere, auch größer als angegeben vom Hersteller, funktioniert. Trotzdem muss man ein bisschen auf die Formatierung achten. Im Zweifelsfall muss man sowas nicht im Computer formatieren, sondern in einem Camcorder.
Das ist der Trick dabei, dass die trotzdem funktioniert. Und dann einfach wieder nach hinten schieben und es rastet ein. Hier passt nur eine Kamera, Speicherkarte rein. Das ist keine irgendwie Profikamera oder was weiß ich was. Das Ding, mit dem ich filme, hat zwei so Speicherkarten-Slots. Das kann man auch parallel auf zwei Speicherkarten aufzeichnen. Braucht man zum Beispiel, wenn man Zeitlupen-Aufnahmen mit Videobearbeitungssoftware rechnen will, dann kann man auf zwei Speicherkarten parallel aufschneiden, zeichnen. Ich habe auch noch einen Camcorder, der das macht. Könnte ich mal zeigen irgendwann. Und dann kann man die zusammenrechnen, die Bilder auf beiden Speicherkarten, und dann hat man super Zeitlupenaufnahmen. Für sowas braucht man zum Beispiel zwei Speicherkarten-Slots. Ansonsten, ja. So. Wir sind bei 5 Akku-Einlegen. 5 Akku-Einlegen. An der Unterseite der Kamera befindet sich das Akkufach, das Sie öffnen, indem Sie den dort vorhandenen Hebel verschieben. Der Akku selbst kann nur in der Position eingeschoben werden, bei der die Kontakte in Richtung des Gehäuseinneren zeigen. Drücken Sie den Akku nach unten, bis die kleine graue Arretierung einrastet. Nun können Sie den Akkudeckel wieder schließen. So, ich mach's vor. Also, hier ist ein Hebel. Da, den kann man nach vorne drücken. Das Akkufach auf oder auch nicht. Ja, es geht. Dann Hebel weg. Und dann hat man hier den Akku. Was fies ist bei diesen Canon-Akkus, die Kontakte wandern auf den Akkus. Das heißt, man muss immer genau den Akku zur Kamera kaufen. Wenn ich mir das Nachfolgemodell kaufe, dann funktioniert der Akku nicht. Finde ich ziemlich scheiße. Ist aber immer so. Deshalb habe ich auch keinen zweiten Akku für die Kamera. Hier sind so 0815 Akkus drin, die kann ich mir gerade zeigen. Ja, hat man vielleicht auch schon mal so gesehen. Kennt man. Kann man schon mal eher einen zweiten Akku kaufen, habe ich mir für die Kamera gekauft. Das ist eine Systemkamera hier. Finde ich viel besser. So. Bei diesen Panasonic Lumix Kameras, mit der ich gerade aufzeichne, also GH, Lumix, was weiß ich was, sind es auch immer die gleichen Akkus. Finde ich auch besser, habe ich auch zwei Stück von. So. 5 Akku einlegen. 6 Kamera einschalten und Programmautomatik wählen. Ist das letzte, was ich vorlese. Auf der Oberseite der EOS 700D finden Sie rechts einen Schalter mit den Stellungen On oder Off. Hier ist rechts. Das ist On, Off, On und Kamera. Was man einstellen kann bei Kamera, geht der Deckel nach oben. Also der Spiegel nach oben. Bei On hat man erstmal einen schwarzen Bildschirm, weil es eine Spiegelreflexkamera ist, und dann bei Kamera geht der Spiegel hoch. Wartet mal, kann man auch hören. Man hat hier ein Bild für zum Filmen. So. Auf der Oberseite der EOS 700D finden Sie rechts einen Schalter mit den Stellungen On oder Off. Schieben Sie ihn in die Position On und die Kamera, um die Kamera einzuschalten. Ganz oben rechts leuchtet kurz eine LED rot auf. Das sieht man hier.
Die LED ist nicht ganz oben rechts, die ist hier unten rechts in der Ecke. Da das LED-Licht hat aufgeleuchtet. Wo hier eine sein soll, weiß ich nicht. So. Hier. Da unten leuchtet es. Am Handballen. Ganz unten rechts, ach, nicht ganz oben, ganz unten rechts leuchtet kurz eine LED rot auf, das ist aber der Fall, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. Die ES700D verfügt über verschiedene Aufnahmeprogramme und ermöglicht zahlreiche manuelle Einstellungen. Für die ersten Aufnahmen empfiehlt sich aber zunächst ein Automatikprogramm. Drehen Sie das Moduswahlrad so, dass zum Beispiel das grüne Symbol A+, in Klammern Vollautomatik, genau neben der weißen Markierung steht. A+ ist gut. A+ und darunter ohne Blitz finde ich auch ziemlich gut. Alle erforderlichen Einstellungen für die jeweilige Aufnahme werden nun automatisch von der Kamera übernommen. Es geht dann weiter irgendwann mit Zeitzone, Datum und Uhrzeit. Einstellen. So, es sind jetzt mehr als 10 Minuten vorbei, daher höre ich auf. Tschüss.